So, ich habe mal einen kleinen Schwenk gemacht. Und jetzt rechts ist ja nochmal ein ordentlicher Anteil an frischen Sachen hinzugekommen. Also es ist schon eher ein Verhältnis zwischen frischen und ja, haltbaren Sachen. Beziehungsweise normalerweise ist es auch so, dass ich gar nicht so viele. Also das ist halt jetzt, was ich alles so ausprobiere, halt so ein bisschen. Die Trockenfrüchte, die sind schon ein dauerhafter Bestandteil meiner Ernährung. Und halt getrocknete bzw. Nüsse insgesamt. Aber ansonsten Buchweizenmehl, diese Kleie, das Brot, Tomatenmark, was ich normalerweise, also ich fange jetzt wieder an mit diesen Fleischtomaten da hinten, habe ich extra viele geholt, selber getrocknete Tomaten zu dörren. Ich habe so einen 30-Euro-Dörrautomat. Ist auch ganz nützlich, sich mal eventuell anzuschaffen. Und dieses Fertigprodukt, das gibt es von mir dann halt vielleicht alle 2 Wochen mal oder einmal im Monat, wenn überhaupt. Momentan bin ich halt ein bisschen zurückgegangen mit meiner Ernährung, ein bisschen zurückgeschritten. Normalerweise habe ich halt eine hundertprozentige Rohkost, was ich jetzt fast ein Jahr lang durchgezogen habe, also 11 Monate. 3 bis 4 Monate davon vegetarisch komplett. Aber das ist ein anderes Video, das kann ich euch auch mal verlinken, was dazu meiner Meinung nach ist. Diese Oliven und diese Konserve mit Obst und so weiter. Der eingepackte Sauerkraut habe ich auch normalerweise nicht drin. Das Erdnussmus vielleicht, also Nüsse, Trockenfrüchte und ganz selten mal halt sowas wie Buchweizen, was ich dann vielleicht keimen lasse. Oder dieses Buchweizenbrot, das ist eigentlich so das was bei mir an Vorräten, aber das ist halt individuell und ganz am Anfang wird dieser Anteil sogar noch mehr sein und ist auch völlig in Ordnung, auch ab und zu Fertigprodukte zu konsumieren, meiner Meinung nach. In der Übergangszeit sowieso. Und ja, dann kommen wir mal zu den frischen Produkten rechts. Was jetzt Edeka ist, werde ich auch gleich den Preis nennen. Also das meiste ist wieder Bio. Ich habe nicht alles bekommen, was ich bekommen wollte. Ich wollte eigentlich 6 Kilo Bananen holen. Ich hole mal kurz ein paar dazu, dann sieht das ein bisschen abwechslungsreicher aus. Die, die ich noch übrig habe, sind halt wirklich nicht viele. Da gehe ich dann morgen noch mal im Netto rein, um noch ein paar Bananen zu kriegen. Und ja, ich hätte noch irgendwas nicht gekriegt. Zeige ich dann nachher. Dann habe ich vorne rechts, das ist jetzt gar nicht mehr drauf. So. Sieht man jetzt eine kleine Ecke von einer Peel de Sapo-Melone. Die hat jetzt das Stück 2,50 € gekostet, das sind circa 2 Kilo. Kilopreis von 1,25 € bei Früchten kann man nicht sagen. Ist jetzt nicht das qualitativste, aber kann man mal machen. Rechts daneben habe ich 2 Packungen Bio-Sellerie, der ist nicht viel teurer als konventioneller Sellerie gewesen. Eine Packung sind 1,50 €. Sellerie ist, finde ich, ziemlich gut als Gewürz sozusagen und auch in der Gemüsepfanne, in rohen Salaten, als Saft, mit Karotten zum Beispiel entsaftet. Also gedünstet oder roh oder einfach zum so knabbern mit Dip oder ohne Dip finde ich Sellerie ziemlich genial und lecker und enthält halt viel Natrium, wer darauf achtet. Dann haben wir rechts daneben Äpfel beziehungsweise muss mein Finger, da ist eine Tüte Äpfel, da ist eine Tüte Äpfel, dürften insgesamt 5 Kilo sein. Das ist jetzt die Sorte Cox Orange, das ist eine ziemlich alte Apfelsorte. Die ganzen neuen, die schmecken mir nicht so, aber ich benutze die trotzdem eigentlich nur zum Entsaften, für Saft machen. Das mixe ich entweder mit Gurke oder Karotte, manchmal auch. Ne, ich muss das eigentlich immer mixen mit meinem Entsafter, mit dem Slow Juicer, weil der mit Säften allein nicht, mit Äpfel alleine nicht klarkommt. Oder ich mache da rohes Apfelmus draus, aber zum so essen eigentlich eher selten bis gar nicht, dafür schmecken mir Äpfel. Oder diese Äpfel nicht gut genug. Dann versteckt sich darunter, das kann man jetzt gar nicht sehen, eine Avocado. Man kann natürlich auch mehr nehmen. Ich halte es immer ganz gut für fettarm, aber das ist auch relativ individuell. Dann haben wir 3 Pakete Karotten. Und Karotten finde ich ziemlich essentiell für diese Ernährung. Also muss jetzt nicht zu 100%, aber ich finde es relativ essentiell, relativ wichtig aus dem Grund. Die sind sehr, sehr reichhaltig an Vitalstoffen und Karottensaft ist, also wenn ich ein Lebensmittel mich entscheiden müsste, in dieser
Also in Deutschland, weil die Obstqualität so schlecht ist, wenn ich ein Lebensmittel konsumieren würde, dann wäre das halt Karottensaft. Also es ist wirklich magisch und wirklich sehr, sehr heilend und liefert sehr, sehr viel Stoffe. Besonders wenn man das mit Wildkräutern oder sogar Wiesengras entsaftet, dann hat man den ultimativen heilenden Aufbauen und Power-Shake, das kann man sich gar nicht glauben, gar nicht vorstellen. Zudem roh irgendwie als Möhrennudeln oder Möhrenstreifen in Salaten oder ein Möhrenaufstrich, ein Brot mit Möhren gedünstet, mit Kartoffeln als Stampf, also sehr, sehr vielseitig, sehr günstiges Lebensmittel, stärkefrei, zuckerreich, wenn das interessiert. Es hat genauso viel Zucker ungefähr wie Erdbeeren. Besonders als Saft ist mir das eigentlich schon zu süß so. Also es ist sehr, sehr essentiell, finde ich, weil es auch schon günstig und vielseitig ist und auch lecker schmeckt, wenn man es präpariert, sage ich mal. Dahinter ist da ein bisschen Spitzpaprika, habe ich mir geholt, wollte ich mal gucken, ob die anders schmeckt als normale Paprika. Dann unter den Möhren verstecken sich vier Bio-Mangos, die haben jetzt 1,80 € pro Stück gekostet. Und eine konventionelle hat da 2,50 € gekostet, die war halt was größer, aber im Endeffekt pro Gewicht ist der Preis ungefähr gleich, bei Edeka jetzt. Dann habe ich noch zwei Bio-Brokkoli, da war der Preis auch ähnlich, war jetzt 1,50 € pro Stück und konventionell war 1,30 €. Habe ich noch zwei, die werde ich entweder in Smoothie werfen oder einen Rohkostaufstrich machen oder sowas oder halt dünsten. Dann habe ich hier nochmal einen Smoothie geholt, den ich vorhin jetzt heute als erste Mahlzeit direkt danach getrunken habe. Ich war jetzt 3,5 Stunden insgesamt einkaufen, weil ich die kompletten Läden alle komplett durchgeschaut habe und mir alles durchgelesen habe und was man da alles so holen kann, was für diese Ernährung halt ja gut und auch lecker ist. Also dieser Smoothie hat jetzt pro Liter kostet der 4 €, das sind 750 Milliliter. Und ja, kann ich eigentlich vom Geschmack empfehlen. Da gibt es zwei verschiedene Sorten, einmal Beerenfrüchte und einmal Banane-Erdbeere. Und für zwischendurch, also wenn man halt gerade irgendwie unterwegs ist und so weiter und nichts anderes hat, finde ich das eine sehr gute Möglichkeit, weil es halt wirklich Rohkost ist, ein Rohkost-Smoothie. Hat wirklich sehr gut geschmeckt. Hat mir sogar ein bisschen besser geschmeckt, auch wenn er ein bisschen weniger frisch geschmeckt hat. Aber trotzdem ein bisschen besser irgendwie, als wenn ich selber Bananen mit Erdbeeren mache. Weil die Bananen hier einfach so kacke sind manchmal. Naja, aber frisch ist trotzdem besser. Wie gesagt, 4 € pro Kilo. Wenn man so sich einen Smoothie mit Bananen und Erdbeeren macht, ist man vielleicht bei 2,30 € pro Kilo oder sowas. Fand ich jetzt aber einfach mal lustig, das zu kaufen. Dann habe ich einmal Bio-Orangen, wollte ich mir 6 Stück von holen, 6 Kilo. Sind nicht die besten bei Edeka, ehrlich gesagt. Die hatten jetzt auch nur noch eine. Ja, eine Packung. Ansonsten Orangen auch sehr, sehr gut als Früchte. Bananen natürlich sehr sättigend. Die Äpfel bearbeite ich oder zur Not esse ich die auch mal so, ist kein Problem. Zum Zwischendurch snacken, weil die Äpfel, die mag ich ja halt wirklich eigentlich sehr, also relativ gerne. Dahinter haben wir noch eine Bio-Gurke. Sieht man auch fast gar nicht hinter der Melone. Ja, und die Wassermelone war jetzt 1,30 € pro Kilo. Ich weiß nicht, sind 5 Kilo oder so. Und da seht ihr so, wegen dem Licht jetzt nicht ganz gut, aber das ist so ein gelber Fleck und das heißt, dass sie reif geerntet wurde. Da lag die dann sozusagen drauf. Also braucht ihr diesen Klopftest und sowas nicht mehr machen. Wenn die einen gelben Fleck haben, dann habe ich halt gelesen, dass die dann reif sind. So, habe ich noch was? Ich hatte doch eigentlich auch ein paar. Hatte ich keine fertigen? Habe ich nur auf frisches Obst und Gemüse für Edeka gekauft? Ich gucke mal kurz auf den Zettel, oder? Habe ich heute noch irgendwo anders. Die hatten übrigens bei Edeka Buchweizenmehl. Also wer halt backen will direkt und nicht die fertigen Buchweizen haben will, die ich jetzt auch nur halt bei Rossmann gefunden habe und wahrscheinlich bei DM. Aber bei Edeka, zumindest bei unserem, hatten die Buchweizenmehl auch und ist auch nicht wirklich teuer. Und wenn er es dann halt mit einem Verdickungsmittel macht, mit einer veganen Alternative. Flohsamenschalen zum Beispiel, das ist das günstigste. Dann könnt ihr da auch ein Brot draus machen. Also ich würde das dann mit 50% Karotten oder Weißkohl oder ein anderes Gemüse mixen. Und ich würde das so machen, dass ich die einweichen werde für 24 Stunden. Das ist immer ganz sinnvoll bei Getreide und Pseudogetreide. Und dann werde ich das halt mixen und wahrscheinlich einfach dörren, damit es eine Rohkostqualität ist. Man kann es auch vorher keimen lassen, aber das muss man nicht unbedingt. Einfach einweichen und stehen lassen. Einen Tag und dann könnt ihr das mixen und wenn er
Ihr könnt das im Ofen bei niedrigster Stufe dürren oder eben ein extra Dörrgerät oder auf eine Heizung irgendwie drauflegen oder sowas oder im Sommer einfach in der Sonne trocknen lassen. Aber es geht alles, aber ihr könnt das von mir auch backen. So, Bananen, Mango, Melone, Möhre, Brokkoli, Orangen, Pilsapfelmelone, Paprika, Lauchzwiebeln, genau, die verstecken sich irgendwo. Ich habe also unter den Bananen sind die, habe ich auch Lauchzwiebeln geholt. Ein Avocado hatte ich, den Smoothie. Genau, gefrorene Heidelbeeren. 750 Gramm für 4 Euro. Also frisch kosten die immer so um die 10 bis 12 Euro pro Kilo. Und hier jetzt ungefähr 5,30 € pro Kilo. Also deutlich günstiger und Heidelbeeren sind halt wirklich qualitative Früchte, mag ich sehr gerne. Hatte ich auch bei Rewe schon im Bio geholt für 8,50 € das Kilo. Jetzt, die wollte ich aber auch mal probieren. Ist eine größere Packung, weil ein reiner Bananensmoothie trinke ich zur Not auch ganz gerne, aber ich habe es halt lieber mit Beerenfrüchten noch drin. Deswegen ist das ganz gut. Eine Süßkartoffel, genau, die hatte ich geholt. Einfach mal zum Ausprobieren wieder, was man da draußen so machen kann. Nö, habe ich gar keine Trockenprodukte da. Also gar keine vorrätigen oder Junkprodukte. Alles nur Obst und Gemüse. Für knapp 50 Euro allerdings. Also ist halt fast alles Bio. Selbst die Äpfel, die sind überhaupt nicht belastet. Das geht natürlich alles günstiger und besonders durch Containern und sowas. Es wird ja so viel weggeschmissen. Könnt ihr da ordentlich Geld sparen. Also ich kaufe halt sehr, sehr teuer, sage ich mal. Beziehungsweise ich habe halt jetzt auch jetzt viele Sachen zum Ausprobieren gekauft, die ich normalerweise nicht drin habe. Also der Einkauf ist jetzt über 100 Euro. Der wird aber mindestens mir 2 Wochen reichen, weil ich halt nicht nach Kalorien esse, sondern nach Sättigung einfach. Und ich kann eine große, auch stärkefreie Gemüsemahlzeit genauso sättigen, wie als wenn ich mir jetzt, also es sättigt mich sogar mehr, als wenn ich mir jetzt Reis oder so reinhauen würde. Es sättigt mich eigentlich eher weniger und wenn dann nicht so lange. Also wenn ich ordentlich Gemüse esse oder auch einen grünen Smoothie, dann sättigt mich das so lange, das gibt's auch gar nicht. Oder ab und zu sind dann auch Nüsse und Fette okay. Und aber das muss man halt selber gucken, wie man halt selber individuell mit klappen. Manchmal komme ich auch mit Stärke besser klar, manchmal an manchen Tagen mit Fetten. Probiere ich halt ein bisschen rum. Am stärksten ist bei mir aber halt eigentlich nur Kartoffeln oder halt eventuell diese Buchweizen, werde ich jetzt mal probieren. Tja, die Erdbeeren sind auch eigentlich recht teuer. Oder die Flugmango, die ich in Rewe geholt habe, die sowas hole ich halt auch normalerweise nicht. Ja. Genau, bei Edeka ist noch eine Sache. Ich wollte eigentlich wahrscheinlich jetzt noch mehr sagen, aber einige Sachen habe ich vergessen, die ich noch sagen wollte. Aber eine Sache bei Edeka noch ist, was man sich auch holen könnte, wenn man halt noch Probleme hat bei der Umstellung, ist, die haben da ein Magnum-Eis und ein Cornetto-Eis. Auf Sojabasis, man könnte auch fast sagen auf Zuckerbasis. Also Zucker und Soja, mehr ist das dann nicht. Die haben natürlich auch Sojapudding, Sojamilch, Hafermilch. Das habe ich jetzt alles hier nicht. Auch diese Hafermilch und diese Fertigprodukte, weil das kann man sich halt wirklich einfach selber machen. Wenn man halt Haferflocken nimmt und das dann einfach mit Wasser mixt und dann durch ein Sieb presst oder am besten noch Nussmilchbeutel. Ich mache das auch mit Sesam manchmal. Also so, da könnte man noch ganz viel kaufen, was ich jetzt hier nicht präsentiere, weil ich das meist dann halt selber mache, wirklich aus frischen Sachen, weil es auch günstiger ist und weil ich das irgendwie auch cooler finde. Aber das könnte man uns halt auch kaufen, diese manchmal halt so Sojaprodukte. Ist zumindest Stärke, also schleimarm. Für Salz müsste man ein bisschen achten. Es ist fettarm meistens. Außer so krasse Fertigprodukte vielleicht. Ja. Aber es ist halt, in meiner Sicht ist es zumindest manchmal besser, als wenn man sich dann irgendwie ein Kilo Reis oder so reinhaut. Ja. Mehr habe ich dazu noch nicht zu sagen. Ist schon ein ziemlich langes Video geworden. Könnt ihr mal auch ein Feedback geben, wie ihr das so seht, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt auch, warum und wieso und gewisse Dinge nicht klar sind und warum überhaupt und warum ich diese Ernährung für optimaler finde und wie das mit der Stärke jetzt genau ist und wie es mit den Kalorien ist, mit der Sättigung, wie man damit irgendwie auch darauf klarkommen kann. Und wie das mit der Obstqualität ist, also man sieht ja jetzt ja wirklich, ist ungefähr 50-50 Obst und Gemüse mittlerweile.
Und warum ich das Frutarische momentan jetzt nicht mehr mache, es ist vielschichtig, aber da habe ich, wie gesagt, letztens auch ein Video drum gemacht. Ich werde wieder versuchen, langsam mit dem Flow gehen, in diese Richtung zu gehen, aber das passiert automatisch wieder. Jetzt habe ich halt noch diese Fertigsachen, die ich ausprobiere ein bisschen, die aber auch schon sehr clean sind, sage ich mal. Und ich denke, dass bei einigen Leuten, die bei denen diese High Carb oder Raw Food Ernährung nicht so ganz klappt, weil jeder halt ein bisschen individuell ist, dass das eventuell helfen könnte, dass es halt funktioniert. Jo, bis dann. Ciao. Ach, was ich noch sagen wollte, ich bin jetzt hier schon am Wegräumen. Man muss nicht so viel Gemüse in der Ernährung haben. Das heißt, ihr könnt da ordentlich nochmal ordentlich einsparen. Also das meiste an Geld fällt jetzt aus, wie man an Gemüse draufgegangen. Im Prinzip reicht es auch für den Körper, wenn man sich halt ein paar Wildkräuter in den Smoothie macht oder halt einen Wildkräutersalat. Ein bisschen containertes Gemüse, dann könnt ihr da ordentlich Geld sparen. Das ist also, wie gesagt, relativ individuell, auch preislich gesehen. Also, ich könnte teilweise auch mit 30 Euro im Monat auskommen, wenn ich zum Beispiel nur gekeimten Buchweizen oder so essen würde, als Brot oder was weiß ich. Oder mit Containern und kann man sogar ohne Kohle auskommen irgendwie. Also, das kann man sehr individuell gestalten. Ich mache das halt so, wie ich, was ich halt essen will, das kaufe ich auch. Und da ist mir der Preis dann eigentlich momentan ziemlich egal. Und was ich noch sagen wollte, also ach genau, warum ich halt auch Gemüse hole, ist, um halt auch eine Sättigung zu erreichen. Normalerweise würde ich es gerne mit Obst halt machen, aber da habe ich nicht genug Qualität, was halt mir schmecken würde. Und ich habe keine Lust, jeden Tag nur Bananensmoothie zu essen, schlechte, wie heißt es, schlechte Orangen und gekochte Mangos, weil die meisten Mangos, die hier ankommen, in einem Wasserbad abgekocht werden, ist dann auch nicht mehr so qualitativ. Dann diese Äpfel sind nicht so geil, die Erdbeeren sind meistens nicht geil, dann hat man halt manchmal vielleicht noch eine Wassermelone, die halbwegs geht. Im Prinzip ist aber kein wirkliches Obst hier vorhanden, was dann wirklich schmecken würde. Deswegen integriere ich dann halt so viel Gemüse und dünste auch das Gemüse momentan noch teilweise. Und halt auch die Salate. Fruchtgemüse in erster Linie, was dann halt auch noch Früchte sind, das zieht mich in erster Linie, aber ich integriere dann auch noch Nüsse. Das ist so ein bisschen, um sich zu erden auch manchmal. Also manchmal ist das halt ganz sinnvoll, auch mal so runterzukommen, finde ich. Und was ich noch sagen wollte, ist, was man dann halt mit dem Gemüse auch dann alles machen kann, was man da als Rezepte und sowas, auch einfache Rezepte machen kann. Das werde ich dann auch vermehrt wahrscheinlich auf diesem Kanal vorstellen, damit das auch abgedeckt ist und nicht einfach nur denkt, ja, das ist ja so langweiliges Gemüse alles. Also man kann zum Beispiel auf Basis zu 90% Gemüse und vielleicht ein paar Nüsse, auf dieser Basis kann man dann schon auch sogar ein roh veganes Hähnchencurry zaubern. Mit so wie Reis dann auch schmeckt, dann mit einer hammergeilen Currysoße und dann halt auch so Stückchen, die so ähnlich aussehen wie bei Hähnchen und so weiter. Was dann im Prinzip als Salat zählt für den Körper. Das fast nur Gemüse ist. Also solche Sachen. Das wollte ich noch kurz abschließend dazu sagen. Viel Spaß damit. Ciao.